Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Map-Vorstellung auf unserem Kanal. Und ja, heute habe ich mal was Neues für euch gefunden. Und zwar im ModHub hochgeladen worden. Eine, ich sag mal, sehr spezielle Karte. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum. Vielleicht schon mal ein kleines Detail vorweg. Die ganze Karte hat eine Größe von ungefähr etwas mehr wie 60 Megabyte. Wie 60 Megabyte? Jo, ernsthaft. Aber, so, jetzt lasst euch einmal kurz die Karte auf euch wirken. Und ja, wir haben hier den Rand von der Karte. Das heißt, ihr kommt hier nicht weiter. Das alles, was hier hinter ist, ist Deko. So, und wo befinde ich mich hier? Wir machen mal einen kleinen Blick auf die Karte, würde ich sagen. Und ich denke, so, Simsalabim, das ist die Karte. Wir sind hier unten. So, da sind wir. Wir haben hier einen Hofladen. Wir haben hier den Fahrzeughändler. Wir haben hier eine Tankstelle. Und wir haben den Viehhandel. Und wir haben hier einen Pickup. Aber da fahren wir gleich eine Runde mit. So. Hier gucken wir uns einmal den Händler an. So. Schön, freundlich, groß. Viel Platz hier. Den Händler. So, und jetzt kommt eigentlich das Interessanteste. Wir machen jetzt mal eine kleine Spritztour. Und ich möchte nicht zu viel versprechen. Ich hoffe, ich finde jetzt den Weg. Aber ich glaube, die richtige Wegbeschreibung lautet immer geradeaus. Ja, hier gibt es nur eins, Vollgas. So, da ist der See. Ja, 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 ja. So, und da vorne kommt nämlich auch schon was zum Vorschein. So, hier haben wir einen kleinen Unterstand. Süß. Hier haben wir ein schönes kleines Feld. Und, ja. Das ist das einzigste Feld, was es hier auf der Karte fertig gibt. Ich finde das eigentlich krass. So, hier haben wir eine kleine Werkstatt. Hier haben wir ein Silo. Hier gibt es Wasser scheinbar. Wasserventil. So, und das ist euer kleiner, bescheidener Hof. Eure Fahrzeuge. Ich würde mal sagen, auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Naja, Spaß beiseite. Also, sind nicht mehr die neuesten Geräte, würde ich sagen. Hier euer kleines, bescheidenes Haus. So, bisschen Licht an, da sieht man noch was. Ja, wenn euch langweilig ist, könnt ihr eine Runde zocken. Könnt mal ein bisschen LS rausholen. Hier habt ihr euren Konfigurator. Hier könnt ihr schlafen gehen. Man merkt, es ist eigentlich so ziemlich alles da, was er braucht. Gut. Das hier brauche ich, glaube ich. Oh, da, schnell wieder zu.
So, ich erzähle euch eine kurze Geschichte, die hier mit dazu geliefert wird, und zwar die Karte nennt sich Niemandsland. Zwischen den Grenzen Frankreichs und Spaniens liegt eine riesige Leere, die als Niemandsland bekannt ist und in der das Land seit Jahren von Menschenhand unberührt liegt. Hast du das Zeug dazu, diese Wildnis in eine einfache Farm oder in ein blühendes Milch-, Woll- oder Holzimperium zu verwandeln? Es geht nur ums Überleben des Stärksten. Bauen Sie Ihren Lebensunterhalt mit Hilfe von platzierbaren Gebäuden, Verkaufsstellen und Dekorationen auf. Es gibt keine Nachbarn, die Ihren Aufstieg stoppen oder Sie mit Verträgen für die Feldarbeiter blockieren können. Es gibt nur eine Straße rein und eine Straße raus, sodass kein Warentransport erforderlich ist. Es ist alles in deinen fähigen Händen. Hast du das Zeug zum Überleben oder wirst du aufgeben und in die Stadt zurückkehren? Es gibt Optionen, um alle Bäume und Steine von der Karte zu entfernen, um die Entdeckung ihres inneren Bauen zu erleichtern. Also das ist hier wirklich Survival vom Feinsten. Man schaue nur mal auf den Kontostand. Ihr habt ganze 100.000 Euro. 100.000 Euro? Ein Feld? Verdörrt und verfault? So, dann gucken wir mal, was wir hier also eigentlich alles Schönes haben, mit dem ihr zurechtkommen müsst. Wir haben den Steier. Wir haben den kleinen Wurstelmisch. Mähdrescher. Den Pickup, okay, den könnte man vielleicht zur Not verkaufen. Fragezeichen. Wir haben den Krampe, Halfpipe. Schneidwerk, natürlich, klar. Wir haben den Pflug, wir haben eine Grubbe. Wir haben eine kleine Saatmaschine. Und ein Gewicht. Also auch nur wirklich die minimalste Ausstattung. Und wir gucken hier mal kurz in die Lok rein. So, wir gehen hier mal durch, wir gehen mal durch. Weiß, weiß, alles weiß. Also das sieht gut aus. Da ist kein Lokfehler drin, wie ich sehen konnte. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal eben aus der Luft an. Gehen dazu mal in den Flugmodus. So, dann gucken wir mal, was wir hier sonst so haben. Also was ich jetzt hier schon mal sehen kann. Wir haben hier auf jeden Fall schöne kleine oder auch größere Bereiche. Hier mit, ich will jetzt nicht Wald sagen, Wald wäre übertrieben. Einfach mit Bäumen, die man abholzen kann. Ich sag mal, so ein Fichtenmoped ist vielleicht auch mal sehr schnell gekauft. Also hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen dichteren Bewuchs. So, hier sind überall so kleine einzelne Parzellen. Hier haben wir ein bisschen was Größeres. Das ist vielleicht auch noch so ganz, ja gut, nebenbei noch zu erwähnen. Ihr müsst natürlich, wenn ihr hier was tun wollt, euch die Bereiche kaufen. So, das heißt, ihr habt hier insgesamt 60 Parzellen und jedes Teil kostet euch 85.000. So, zack, 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 zack. Gehören tut euch nur der Bereich hier, wo das Feld drauf ist. Und ja, ein paar Bäume. Man kann sich also hier wirklich komplett kreativ austoben und wirklich, ja,
sich selber beweisen, schaffe ich das, ohne zu cheaten, ohne sonst irgendwas, wirklich von Grund auf alles hier aufbauen. Oh, da haben wir noch eine kleine Hütte. Die sieht aber auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen aus. So, gucken wir uns das mal an. Ah, warte mal. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ein paar Weinreben, würde ich jetzt mal sagen. Okay, also die sieht schon nicht mehr so gesund aus, nenne ich das mal. Aber ich sag mal, das ist jetzt mal eine komplett witzige Idee. Es ist sonst hier wirklich nichts drauf. Die Karte ist, wie man hier sieht, leer. So, gehen wir hier wieder zurück. So. Vielleicht noch so als kleine Randnotiz. Es gibt einen Hinweis. Und zwar für das Niemandsland oder in Englisch No Man's Land. Ein Platzierungspaket, was noch rauskommen wird. Es ist jetzt gerade zum Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, noch nicht dabei. Oder noch nicht verfügbar zum Download. Und ja, den Link. Den haue ich natürlich wieder in die Beschreibung rein. Und ich freue mich natürlich, wenn es euch gefallen hat, über einen Kommentar oder ein Däumchen. Und natürlich ein Abo wäre auch nice. Dann verpasst ihr keine weiteren Neuigkeiten. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.